Ja, Sie sind da beim Strassenverkehrsamt. Grüezi Sie wohl. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, Ihr Auto muss zur Fahrzeugprüfung. Sie brauchen einen Verkehrsexperten. Nur einen kleinen Moment. Ich schaue gerade, dass jemand kommt. Auf Wiederhören. Grüezi. Haben auch Sie kürzlich die Einladung zur Fahrzeugprüfung bekommen? Das kann verschiedene Gründe haben. Ich will Ihnen die kurz aufzählen. Personenwagen und Motorräder werden 5 bis 6 Jahre nach der ersten in Verkehrssetzung geprüft. Anschliessend periodisch nach 3 und dann alle 2 Jahre geprüft. Bei Lieferwagen ist die erste Prüfung schon nach 4 Jahren. Nachher gilt das Gleiche wie bei den Personenwagen. Sie können Ihr Fahrzeug auch ohne Aufgebot prüfen lassen, wenn Sie es zum Beispiel im geprüften Zustand verkaufen wollen. Wenn es abgeändert worden ist, ist eine neue Prüfung hingegen Pflicht. Importierte Fahrzeuge müssen vor der ersten Verkehrssitzung in der Schweiz auch geprüft werden. Für das Anliegen können Sie unsere technische Auskunftsstelle kontaktieren. Zusätzliche Infos finden Sie auch auf unserer Internetseite. Prüfungen können auch notwendig sein, wenn die Polizei zum Beispiel Vorschriftsabweichungen oder Sicherheitsrisiken bei einem Fahrzeug festgestellt hat. Das wird mit einem Rapport bei uns gemeldet. Wenn Ihnen der vorgeschlagene Termin nicht passt, so können Sie den bis maximal 30 Tage rausschieben. Sie können den Termin natürlich auch vorverschieben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Termine zu verschieben. Zum einen können Sie Termine in unserem Online-Schalter in Dispo rund um die Uhr kostenlos verschieben. Die Angaben, die es dazu braucht, finden Sie auf der Einladung zur Fahrzeugprüfung. Schriftliche oder telefonische Terminverschiebungen sind auch möglich, aber mit Kosten verbunden. Wenn Sie zur Fahrzeugprüfung kommen, empfehlen wir, vorher einen Fachbetrieb zu besuchen, damit das Fahrzeug die Prüfung schon das erste Mal besteht. Eine Nachprüfung verursacht zusätzlichen Zeitaufwand und auch mehr Kosten. Für die Fahrzeugprüfung von einem Personenwagen sind grundsätzlich 25 Minuten berechnet. Beachten Sie darum bitte den Prüfungsort, Prüfbahnnummern und Zeit auf Ihrem Einladungsschreiben. Und schauen Sie doch, dass Sie schon etwas früher da sind. Bei der Prüfung beurteilt man die Verkehrs- und Betriebssicherheit von Ihrem Fahrzeug. Das dient der Sicherheit von allen sich im Verkehr befindenden Personen und Fahrzeugen. Die Experten hier prüfen die relevanten Teile des Fahrzeugs. Das sind die Identifikation des Fahrzeugs, die Bremse, die Lenkung, das Sichtverhältnis, die Beleuchtung, die elektrischen Anlagen, das Fahrgestell wie Achsen, Räder, Reifen, die Aufhängungen und bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren das Emissionsverhalten. Eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung wird mit einem Stempel im Fahrzeugausweis bestätigt. Je nach Beanstandung, also je nach Mängel, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu beheben. Leichte Mängel müssen Sie umgehend beheben. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift, dass Sie das gerade machen und dürfen dafür den Fahrzeugausweis gerade wieder mitnehmen. Mittelschwere Mängel können in ein Reparaturbestätigungsverfahren, RBV, kommen. Nach der Behebung dieser Mängel kann ein vom Strassenverkehrsamt anerkannter Fachbetrieb das bestätigen. Das Auto muss in diesem Fall nicht mehr im Strassenverkehrsamt gezeigt werden. Hat Ihr Fahrzeug schwere Mängel, müssen die nach der Behebung von einem Experten im Strassenverkehrsamt nochmal geprüft werden. Die mittelschweren und schweren Mängel müssen innerhalb von 30 Tagen behoben werden. Mit der bestandenen Fahrzeugprüfung ist Ihr Fahrzeug wieder bereit und sicher für den Strassenverkehr. Noch ein kleiner Tipp. Nützen Sie nach einer grösseren Reparatur gerade die Gelegenheit und melden Sie das Fahrzeug doch freiwillig zu einer Nachprüfung an. Das erspart Ihnen Aufwand und meistens auch Kosten. Erkundigen Sie sich doch einfach dazu bei Ihrer Garage. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen und wünsche Ihnen eine unfallfreie Zeit im Strassenverkehr.